Dieselgurfiltration ist der Standard in der Brauindustrie, aber die Kunden sehen sich zunehmend nach Alternativen um. Darum spreche ich jetzt über kieselgurfreie Filtration mit Ralf Schneid und Jörg Zacharias. Herzlich willkommen. Hallo. Erstmal ganz grundsätzlich, worauf kommt es denn bei der Filtration eigentlich an? Der Verbraucher erwartet bei einem Bier eine schöne Glanzfeinheit. Die Optik des Bieres ist definiert und die Brauerei erreicht diese Optik durch die Filtration des Bieres im Brauprozess. Aber darüber hinaus ist es auch wichtig, dass das Bier eine hohe chemische und physikalische Stabilität erreicht. Das spricht, die Haltbarkeit des Bieres wird durch die Filtration nochmal deutlich verbessert. Ich habe eingangs erwähnt, dass die Kunden sich zunehmend nach Kieselgur-Alternativen umsehen. Warum wird Kieselgur denn hinterfragt? Zwei Gründe. Zu einem eine drohende Entsorgungsproblematik. Das verbrauchte Filterhilfsmittel wird normalerweise als Dünger aufs Feld ausgebracht, was aber in vielen Ländern jetzt diskutiert wird, ob das zukünftig noch zulässig sein wird. Aus dem Grund wird vielleicht verbrauchter Kieselgur als kostenpflichtiges Müllprodukt entsorgt werden müssen und das möchten natürlich die Brauereien vermeiden. Und der andere Punkt ist ein gesundheitlicher Aspekt. Die WHO hat Kieselgur als möglicherweise kanzerogen eingestuft, was bedeutet, dass es zu gesundheitlichen Problemen, zum Beispiel beim Brauer, kommen kann. Wie gut, dass es zwei bereits bewährte Alternativen gibt. Das sind einmal Krone Cellcare und einmal der Membranfilter Phoebus. Über die möchte ich jetzt gerne sprechen. Können wir bitte zu Krone Cellcare ein paar Einzelheiten und Einblicke bekommen? Cellcare ist ein Filterhilfsmittel, welches aus Zellstoff und Perliten besteht. Es werden zwei verschiedene Zellstoffkomponenten und zwei verschiedene Perlite gemischt und bilden somit ein Filtersmittel, welches einen kompressiblen Filterkuchen erzeugt. Das ist der Unterschied zur Anwendung mit Kieselgur. Kieselgur erzeugt einen starren Filterkuchen. Deswegen haben wir auch ein neues Regelverfahren für Cellcare entwickelt, welches nun speziell diese Eigenschaft des kompressiblen Kuchens nutzt, um die Bierfiltration ermöglicht. Die Brauereien können mit einer kleinen Modifikation ihrer bestehenden Filteranlagen dann Cellcare als Ersatz für Kieselgur verwenden und müssen nur eine kleine Anpassung der Software noch vornehmen und schon kann das Bier mit Cellcare filtriert werden. Der Vorteil ist nun, dass die Entsorgung definitiv gesichert ist, weil nur natürliche Inhaltsstoffe in Cellcare vorhanden sind. Das Produkt ist leicht anwendbar auf allen bestehenden Filteranlagen und die Glanzfeinheit des Bieres ist vergleichbar oder sogar besser als die Ergebnisse bei der Filtration mit Kieselgur. Also wer eine bereits bestehende Anlage hat, aber ohne Kieselgur filtern möchte, für den wäre Krone Cellcare die perfekte Alternative. Wer sowieso über eine Neuanschaffung nachdenkt, für den wäre der Membranfilter Phoebus perfekt. Können wir da auch mal Einblicke bekommen? Ja, natürlich. Das ist die zweite Variante, die möglich ist, die es am Markt gibt. Die kommt völlig filterhilfsmittelfrei aus. Hier wird das Bier mithilfe von Membranen filtriert, die aus Polyethersulfon bestehen, mit einer Pore von 0,45 Mikrometer. Und als technologisches Merkmal haben wir in dieser Anlage eine Reihenschaltung dieser Membranmodule, was zu einer optimierten Energie, zu einem optimierten Energieverbrauch führt und so dem Kunden hier einen Vorteil bietet. Des Weiteren kann diese Anlage sowohl Fluss als auch Transmembrandruck geregelt werden, wo auf spezielle Anlagenzustände Rücksicht genommen werden kann. Und des Weiteren kann durch die spezielle Konstruktion eine Flussumkehr überhalb der Membran stattfinden, sodass die Membrane gleichmäßig belastet werden. Und als letzten wichtigen Aspekt haben wir den Punkt, dass wir hier eine optimierte Rückspülmöglichkeit haben, sodass wir aus allen Richtungen diese Membran reinigen können. Und das führt am Ende dazu, dass der Membranfilter Phoebus vollautomatisch betrieben kann, ohne Filterhilfsmittel mit optimierten Energie- und Medienverbräuchen. Okay, wunderbar. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Membranfilter Phoebus für eine Neuinstallation. Bestehende Anlage kann auf Krone Cellcare umgerüstet werden. Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke und den Überblick.